Das Groupama-Stadion in Dessin, einem Vorort von Lyon. In gut einem Monat finden hier die Halbfinalspiele und das Finale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft statt. Kein Wunder, denn Olympique Lyon ist in den letzten Jahren zur Hauptstadt im Frauenfußball geworden. Lyon ist die Stadt, wo Frauenfußball ganz hoch im Kurs steht. Deshalb geht der Dank an Olympique Lyon und an ihren Präsidenten Jean-Michel Aulas für ihre langjährigen Investitionen in den Frauenfußball. Olympique Lyon ist die Top-Mannschaft Europas. In diesem Jahr gewannen sie zum 6. Mal die Champions League. Ich habe mir gedacht, dass das Clivage des Foot féminin à l'intérieur du Foot. Fußball und Frauenfußball, das waren früher zwei Welten. Ich dachte mir, man müsste die weiblichen Werte intelligent einsetzen und in den Frauenfußball integrieren. Dann würde das von ganz alleine mit der Zeit immer erfolgreicher werden. De manière générale, de parité féminine, et que on sache aussi mettre en valeur les caractéristiques d'un football féminin qui ne demandait qu'à évoluer, on pouvait être porté par une vague. Olympique beherrscht auch klar die französische Liga. In den vergangenen 8 Jahren wurden sie 7-mal Meister. Eine ihrer besten Spielerinnen ist Orda Hegerberg. Die 23-jährige Norwegerin schießt Tore am Fließband. 4-mal holte sie sich bereits die Torjägerkanonen. Wenn du auf hohem Niveau spielst, dann zieht das natürlich auch die guten Spielerinnen an. Man kann das gut mit den Männern vergleichen. Der FC Barcelona oder Real Madrid sind Top-Mannschaften. Klar, dass sie dann auch die Besten anziehen. So ist das auch bei uns. Die Trainingsanlage in Mézieux, nur wenige Kilometer entfernt von Dessin. Ein Schlüssel zum Erfolg ist die Akademie. Der Club ist nicht nur so erfolgreich, weil sie sich die besten Spielerinnen nach Lyon holen, sie bilden sie auch aus und trainieren hier in Mézieux. Die ehemalige Nationalspielerin Camille Abelli trainiert heute den Nachwuchs von Olympique. Es ist wichtig, dass wir internationale Fußballerinnen haben, aber wir wollen auch auf junge französische Spielerinnen bauen. Viele haben echtes Talent und ich finde, wir haben hier wirklich gute Arbeitsbedingungen. Bei Olympique Lyon trainieren die Spielerinnen von morgen. Die Vorfreude auf die WM ist groß und man darf gespannt sein, welche Spielerinnen von hier schon bald zu Topstars werden.